Wow. Salve, Muchacho. Also, heute war ein wirklich richtig guter Tag. Ich war bei Kaisers draußen und wir haben über unsere gemeinsamen Interessen geplaudert und wir haben festgestellt, dass wir gemeinsame Interessen haben. Ich war jetzt gerade bei Toben in der Haus. Seit eben Jahr, erste Mal. Man konnte hier sein ohne Verkleidung, wenn du weißt, was ich meine. Verstehst du? Siehst du meine freche Lache? Jawohl. Und dann, was war denn noch? Ich mach gleich zwei in einem, scheißegal. Ich war am Richard-Wagner-Platz, hab die Visitenkarte abgegeben, hab ihn gefragt. Ich sagte, Mensch, ich kann mich am letzten Freitag noch erinnern, war ich bei dir? Er guckte, er dachte, was ist denn jetzt, was gibt's denn da, was ist denn da los? Ich sagte, hast du mir sehr gut gefallen an deiner Kaffeemaschine, hast du gute Arbeit gemacht. Und was mir noch gefallen hat, ist, du hast, während du gearbeitet hast, Akquise für die nächste Arbeit gemacht. Das gefällt mir. Möchtest du die Verbindung haben gerne, dies, das, jenes, ein bisschen spachteln, ein bisschen malern? Ja, gern. Ich sage, wann wirst du denn anrufen? Er guckte mich an und er sagte genau das Richtige. Na, ich werde sofort anrufen. Also alles oberfluffig. Verstehst du? Er wusste, er kannte die Termini Technici, die ich gerne hören wollte. Und ich hörte sie und sagte, alles okay, alles klar. Ja, dann bin ich noch bei Edeka schnell, habe das Notwendigste geholt und noch ein paar Blümchen für die Küche wollte ich schon seit 3 Monaten machen. Heute hat es endlich geklappt, Richard Wagner Platz. Der Vietnam-Onkel, der war sehr nett, freundlich, der Laden war sehr aufgeräumt, die Preise waren klein, angemessen. Kleines Trinkgeld gegeben, hat er mir noch eine kleine Blume reingelegt. So, und wie gesagt, trinke ich jetzt meinen ersten Kaffee seit einem Jahr. Hier am Adenauer. Ich war ewig nicht hier. Ja, machen Sie mal und unterschreiben Sie mal hier. Und können Sie den Zettel nicht ausfüllen? Ich fülle keine Zettel aus. Und am allerlustigsten ist, dass das Corinna-Testzentrum gerade nebenan abgebaut wird. Wegen Unerheblichkeit. Verstehst du? Nach einem Jahr. Ja, so ist es. Ich bin sehr zufrieden. Mein Quadrat ist rund. Meine Welt ist bunt. Also, vorwärts immer, rückwärts, ne? Meine, als hätte ich Schnodderbeeren gegessen. Meine Lippen sind heute wieder schnodderbeerig, ganz, ganz knallrot. Jetzt kommt die geile Zeit. Pio